Karl-Heinz, wofür braucht man denn jetzt eigentlich einen Wasserionisierer? Gut, Eine den Analyse, oder? Wasserionisierer brauche ich aus drei Gründen. Ich habe mein Wasser sauberer, reiner, schadstofffreier, habe einen höheren pH-Wert. Das dritte ist, dass du jetzt durch den Wasserstoff halt dein ganzes antioxidatives Gefüge und die Schäden, die vor allem, also je älter du wirst, desto mehr solche Schädigungen durch freie Radikale stehen ins Haus. Jetzt mal von Lastern wie Rauchen und Alkohol ganz abgesehen oder überhaupt schlechte Luft am Arbeitsplatz. Ich meine, diese Geräte machen alle Belastungen in die Luft, Druckertoner und so weiter, Feinstaub und das ganze Thema. Wir sind schon Belastungen ausgesetzt, auch in den Großstädten durch die schlechte Luft.